die schöne Fischermaid, sie sagt, sie wär von Eisen. Da kam ja ein Maat von Übersee, das werd ich dir beweisen. Demnitz, das ist gar nicht so einfach, mit dem halben Dorf Kuh rumzuziehen. Wenn das auch bloß über die Straße ist. Aber man kommt ins Schwitzen bei so einer Aktion. Du wirst das überleben, Vater. Ja, das ist nicht einfach, sag ich. Und noch was, wie gefährlich ist das auch. Bannig gefährlich. Pack deine Bubbles aus, Vater. Lass uns zusehen, dass wir hier klarkommen. Ja, das sag ich doch. Klarkommen müssen wir. Heute Abend müssen wir hier klarkommen. Meine Wirtschaft ist heute hier hinter Kohles Wohnstube. Und das ist nicht einfach. Du tu was, Vater. Sie müssen gleich kommen. Ja, ja. Ja. Nun guck dir das an. All die schönen Bubbles. In dem Korb hier, da ist doch wohl mehr als wir 100 Mark Sprit. Naja, oder 70 oder 60. Aber edelste Spirituosen. Und das war gefährlich, sage ich dir. Was denn? Naja, der Transport. Stell dir vor, ich wäre mit meiner hochprozentigen Fracht. Oh, das hätte was gegeben, Ludwig, was? Na, Jakob. Junge, das hätte was gegeben, wenn du dich mit deinen Puddels mitten auf der Straße hingesetzt hättest, was? Ja, das sag ich auch. Und warum hätte er das tun sollen? Er ist doch gut zu Fuß, ne? Ja, das wohl, aber draußen ist er spiegelglatt, du. Was? Ja, spiegelglatt. Demnit, da schnack ich doch von. Seit einer Viertelstunde ist er spiegelglatt da draußen. Glatteis? Ja, du. So ändern sich die Verhältnisse, du. Das kann schnell gehen. Verhältnisse gehen mich nichts an. Und deine Verhältnisse schon gar nicht, Jakob Nils. Da draußen kann man leicht ins Rutschen kommen, du so glatt ist. Ja, pass auf, dass du hier drin nicht ins Rutschen kommst. Guck mal, Ludwig, ein Stück Zucker ist eins, was ich für mich über habe. Hättest du noch mehr haben wollen? Ja, no. Natürlich wollte er, ich kenne ihn doch. Du, Wiebke, bin ich zu alt für dich? Alt? Das auch, ja. So. Was hast du denn sonst noch gegen mich? Viel. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du verheiratet bist. Oh, du, meine Frau hat meistens ihr Rheuma. Ich aber nicht. Lass das. Aua! Bis ans Knie ist doch erlaubt. Bei mir nicht und schon gar nicht für dich. Demnit, Jakob, mit dir wird's immer netter. Sind deine Pfoten, alter Freund, vielleicht Fassadenkletterer? Fällt so und du vertrag euch wieder. Ja, komm her, Wiebke, kannst du mich auch mal ans Knie fassen? Oh ja, Jakob, nee, ist gerne. Du, wenn wir mal ganz alleine sind, ne? Aua! Wir sind quitt. Schluss nun, die anderen müssen gleich kommen. Ach, wenn sie überhaupt noch kommen. Ja, das müssen sie doch. Ja, wenn sie auf allen Vieren die Dorfstraße längs kriegen sollen. Oh, auf allen Vieren, das wäre mal was, was? Ja. Vom Krug weg haben wir das ja schon mal gehabt, aber dann Krug hin. Auf allen Vieren in die Kneipe rein. Das wäre mal was Neues, was du willst. Das ist ja auch eine ganz neue Kneipe, die sie heute Abend ansteuern müssen. Du, sag mal, ist Hinnert nicht hier? Kannst du ihn sehen? Ist hier. Was? Was? Und das sagst du mir jetzt erst? Und du hast mich nicht gefragt. Ja, wann ist er denn? Als du die Bulles geholt hast, ist er gekommen. Wo hast du ihn denn versteckt? Er zieht sich um. In der Schlafstube. Was? In der Schlafstube? Hm? Ja, wenn er da nur eingeschlafen ist. Schlafen? Bei dem Spektakel hier? Des Lärms im Hause ungewöhnt, uns Hinrich nun der Ruhe frönt. Nichts rührt sich. You see? Das ist vielleicht ein Zustand, bis in die Kneipe rein muss bei anderen Leuten nach Hause suchen. Ja, das sei ich doch, Jakob, das sei ich doch! Was soll das alles? Wer sind wir denn überhaupt noch? Was ist das überhaupt noch für ein Dorf hier? Nicht mal eine Kneipe haben wir mehr! Und warum? Weil du mit Gewalt reich werden willst. Ja. Weil dir ein einfacher und gewöhnlicher Dorfkrug nicht mehr gut genug ist. Weil alles größer werden muss. Ein Strandhotel soll aus unserem Krug werden. Strandhotel Ludwig heißt da. Kalt und warme Küche zu jeder Tageszeit. Hier kocht der Chef, hier frisst der Chef sein Selbstgekochtes. Die Mark ist rund, die Mark muss rollen. Und wir sind ja als Gäste schon lange nicht mehr gut genug. So ist das. Wunderschlag, Mensch. Willkommen und so ist das. Ja, ich frage mich bloß. Was? Ich frage mich, wann und wo du Luft holst beim Sammeln. Ist der Fischgroßhändler noch nicht hier? Nur wenn er nicht unterm Tisch sitzt? Nein, wir müssen endlich mit dem Kerl fertig werden, der uns vorn und hinten beschummelt tut. Der uns die Preise ganz einfach vorschreibt. Und ihr seid so dämlich und lasst euch sie vorschreiben. Du nicht, was? Na, wenn ihr nicht so dämlich seid, dann wärt ihr schon längst Hand in Hand mit mir gegangen und wir hätten den Zwischenhandel selber in die Hand genommen.
Hätten wir. Punkt, um, Datum, Unterschrift. Halt mal die Luft. Ja, aber ihr habt ja Hummelsbeine, habt ihr ja unter der Mütze. Brett habt ihr vom Kopf. Und der einzige von euch, der noch einen gesunden Menschenverstand hat, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Weil er keinen Murr mehr in den Knochen hat. Weil er eine Schlafmütze geworden ist. Hinna Grode? Ja, wer denn sonst? Das erzähl ich mal selber, du. Was, das tue ich, das tue das. So, das, ich, das möchte ich erleben. Ja, das möchten wir alle, ne? Ja. Diener doch auch. Herr Erstand auf dem Gewissen. Was war das mal für ein Staatskerl? Was konnte er sie alle unter den Tisch saufen? Was hat er für verrückte Einfälle? Ne? Was auch wieder für großartige Ideen? Was hat er alles mit unserem Kruchchen Sinn gehabt? Was? Und was ist da nur aus geworden? Hä? Du setzt du dich endlich mal auf dein Landes. Nein, was nicht? Ist da aus geworden? Seine Frau hat ihm die Nachtmütze über die Ohren gezogen. Ach, die Weiber, immer die Weiber. Hallo, Gottfried. Ach, nein, Herr Wissler. Ist ein bisschen spät geworden. War gar nicht so einfach herzukommen bei dem Glatteis. Glaube ich, du. Hinterknochen hier. Muss gleich kommen, Herr Wissler. Zum Vorschein kommen, meinst du? Zum Vorschein kommen, sagst du? Ist Hinterk denn im Haus? Ist er. Schon lange. Ach nee, ist er wirklich? Ja, dann wäre das ja furchtbar nett von ihm, wenn er hier mal erscheinen würde, nicht? Bevor der Fischgroßhändler kommt. Herrgott. Wir haben doch noch vorher alle Hand mit ihm zu beschnacken. Und das kriegst du doch allein besorgt, Kordel. Was? Na ja, das Schnacken, das machst du doch für uns alle mit, ne? Ja, aber weil ihr nicht mit Verstand... Wir haben da eben nicht so viel von wie du. Wenn Hinnerken nicht bald kommt, dann... Halt dich zurück, Kordel, und gib Ruhe, du bist hier nicht zu Hause. Er muss aber doch. Und in der Kneipe bist du ja auch nicht. Darüber könnte man sich noch streiten, ne? Ja, das könnte man. So eine Art von Kneipe ist das hier heute Abend. Ach, das ist ja so ein Behelfskneipe. Nee, mein Filialbetrieb. Denn soll Karl Stripper froh sein, dass diese Welt sich nicht in seiner Wohnstube abspielt. Oh, da würde ich mich für bedanken. Wie uns auch, du. Ich meine, wir können uns bei Hinnerk bedanken, dass wir heute Abend hier sitzen können. Ja, aber wenn Ludwig heißt, dass ein Krug auseinanderreißt... Wenn ich zum Dichter auch nicht tauge, mein Strandhotel sticht dir ins Auge. Und Hinnerk kann sich das auch nur leisten, weil seine Frau verreist ist. Oh, mein Kordel, ich nehm's auf meinen Eid. Aus deinen Worten spricht der Neid ein. Gottfried, es war nicht trockene Luft hier, ne? Kann man hier auch was bestellen? Das ist alles da, was ihr wollt. Grog, Bier, Klang. Na ja, für mich ein Grog. Grog für uns alle, Wiebke, ne? Und Hinnerk lässt uns hier umsitzen. Du, sag mal, Ludwig, der hat sich doch nicht am Ende schlafen gelegt. Warum nicht? Noch ist ja Zeit, bevor der Großhändler nicht kommt. Ja, aber er muss aber noch bei... Er muss mit seinem Auto die eisglatte Landstraße längs kriegen, Mann. Ja, was meinst du, Kordel, wenn Hinnerk nur da hinter der Tür sitzt und sich das hier alles mit anhört? Ja. Dein Geschrei zum Beispiel. Aber der horcht ja an der Wand. Hinter der Tür, habe ich gesagt. Und in seinem eigenen Haus. Da, was habe ich gesagt? Da ist er, der Halsabschneider. Gott, Holdentümmel vom Land wie nur Pankow und kein Ende. Und Hinnerk Rode lässt uns hier sitzen, nu, um ihn gerade am nötigsten haben. Hinnerk Rode! Ach, Kinder und Leute, wie ist mich das, wo geht mich das, oh nee. In so ein Auto, ich kann euch sagen, das ist die reinste Mondrakete. Und denn bei diesem Wetter, und fahren tut dieser Mensch, oh nee. Für so einen Sportwagen sind Sie doch gerade das richtige Auto, Girl. Okay. So eine schnuckelige Deanzung mitnehmen, ne? Darum habe ich das ja auch getan. Waren zusammen. Na ja. Kriegt mich einfach beim Kanthaken und zieht mich rein in seine Kutsche. In sein Raketendingsbus. Oder Cool Dick hat sich entführen lassen. Mit der Mondrakete. Ja. Fang du Küken auch noch an. Den Tod vor Augen habe ich gehabt. War keine Gefahr, Frau Cool Dick. Gar keine Gefahr. Nein. Hat unsere alte Zauberin den großmächtigen Fischhändler Angro auch verzaubert. Du, pass auf, da kommst du nicht wieder raus, du. Quasselkopf! Wenn du ausgequasselt hast, kannst du mir einen Clan einschenken auf den Strich. Nix Clan! Ein Glas Portwein für meine Dame. Donner und Lakritzen, das ist ja wie im Märchen. Und für mich auch ein Glas. Ritual. Und dann wollen wir mal anstoßen, wir zwei beiden. Denn wir haben ja nur was miteinander gehabt. Nein. Was denn?
Eine Teufelsfahrt. Wie ihr Märchen. Denn sind Sie aber der Teufel? Nee, ich bin Steffen Kornhals. Ach, der Teufel hat viele Namen. Na, sowas wie aus Märchen sind Sie ja auch. Sie wissen doch mehr als andere Leute. Sie kennen die Geheimnisse, die hinter den Dingen sind. Sie können ruhig eine Hexe zu mir sagen. Was, zu meinem Auto, Girl? In alten Zeiten hätten Sie mich verbrannt. Und ich glaube, dass Sie mir Glück bringen heute Abend. Was? Ich und den Teufel Glück bringen? Na, der Prost! Und das kann ich gebrauchen. Prost! Na ja, der Mann, kann man Prost, nicht? Prost, Madonna. Vor Unglück haben Sie mich ja schon bewahrt. Ich? Die Dummen nennen das abergläubisch. Aber mit Ihnen kann ich ja darüber sprechen, nicht? Mhm. Sie wollten doch über die Straße gehen. Ja, natürlich. Wenn ich aber was vorhab, was wichtig ist, dann dürfen mir keine alten Weib... Oh. Keine Damen fortgeschrittenen Alters. Keine schwarzen Katzen und keine lütten Ferkel über den Weg laufen. Ja, deshalb habe ich Sie doch gegriffen, ins Auto gesetzt und mitgenommen. Hierher! Von der Straße weg entführt. Ja, und wenn das nun so ein blödes Ferkel gewesen wäre, hättest du das auch mitgenommen in deine Sportkarosse? Hätte ich. Und dir hätte ich das dann geschenkt, Korn. Wir beiden verstehen uns. Du, Steffen, erlaub mal, du. Wenn man einer mit der Dame anstößt, nimmt er den Hut vom Kopf, du. Ja. Oder ist da oben unter den Deckel vielleicht ein Geheimnis, oder? Jawohl, ist das. Zunächst mal muss ich meine Gedanken fein warm halten, wenn ich mit diesen furchtbar klugen Herren verhandeln will. Hört, hört, furchtbar kluge Herren sind wir. Er wird uns heute Abend wohl noch mehr Sirup ums Maul schmieren. Ja, und dann muss ich immer erst so eine Art von Schamgefühl überwinden, ehe ich mich vor einer Dame entblöße. Ich habe mal Sie können ja sogar Ja. 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 Ihr seid doch schon Bunny Fidel. Ah, Herr Max. Im Ernst der Lage angepasst, was? Ja. Sag mal, Karl, was bist du eigentlich? Geht aber ohne mich. Nee. Du allerbestens. Nee. Ja, klar. Bitte. Na, wie fühlst du dich denn mit deiner eigenen Kneipe im Haus? Auch so, was ich das nur übersehen kann, nicht schlecht. Nee? Wirklich nicht schlecht. Sieh, oder cool dich, ne? Komm ein bisschen da. Steff. Den ein. Ja, denn so. Oh, willkommen auf, Töne. Ja, nee, ja. Das ist ja schön. Oh, danke. Schön, Herr. Danke, danke, ja. So, und dich hat der Teufel hergebracht. Hat er, Heller. Hat mich von der Straße aufgesammelt und mit Gewalt und Donnergetöse hierher gebracht. So, so. Ja. Und du lässt dir auch so einfach Gewalt antun, was? Das kommt auf den Teufel an. Oh. Wenn das so ein Charmanter ist wie dieser hier. Bitte. Ja, ja. Es ist so leicht, verführt zu werden. Ja. Man muss sich bloß bemühen. Ja. Also, ja, Prost. Ich wollte hier ja eigentlich gar nicht mit reinkommen, Hinner. Nee? Geht das auch auf das Konto von Steffens Verführungskünste? Naja, ist ja nun mal sowas wie eine öffentliche Einrichtung hier. Deine Frau ist nicht hier. Nee, leider nicht. Nee, sonst hätte die Öffentlichkeit sich heute Abend wohl eine andere Unterkunft suchen müssen. So, das weißt du sicher, was? Ja, kein Streit, Jungkerls. Ist Marie denn verreist? Ja, bring die Kinder zu ihrer Schwester hin. Die haben ja nur Ferien. So, nun mal los. Anfangen mit der Verhandlung. Ja, los. Ja. Oh, da will ich nicht bei stören. Von Geschäften mache ich nichts von wissen. Dann will ich aber erst Abschied nehmen von meinem Glücksbringer von der großen Zauberin. Ja, sie ist aus mehr wert als Doktor, Apotheker, Pastor, Küster und Totengräber zusammen. Hilft Kühen, die nicht kalben wollen? Was soll mir das? Heilt die Rose und bespricht Warzen. Wie ist das möglich? Ja, wie ist das möglich, dass ein schwarze Kuh weiße Milch gibt? Ja, das sind so Gaben. Wie im Märchen. Ja, danke ich auch schön für die freundliche Einladung. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht eine Warze? Habe ich, ja. Wollen Sie die gerne loswerden? Oh, warum nicht? Dann zeigen Sie mir sie doch mal her. Das geht nicht. Warum nicht? Sie ahnen ja nicht, wo die sitzt. Oh, du Feigling, zeig ihr die doch mal. Ja. Oder vielleicht was zum Andenken. Ich kann nicht bloß Warzen wegbringen. Ich kann sie auch anhexen. Oh, besten Dank. Glauben Sie mir nicht? Nee. Oh.
Was einen schönen blanken Kopf. Wie ein Kinderpopo. Und ihr soll nun wart's her. Strömt ihr Kräfte, steigt ihr Säfte aus der Erde, aus dem Meer. Hier soll eine Warze her. Warze, wachse und gedeih. Simsalabim und der. Tanderadei. Ja! Hey, Marie! Oh, Mrs. Rode, was für eine hohe Ehre für uns alle. Willkommen zu Haus. Sag mal, Marie, wo kommst du denn mit mal her? Da, wo ich heute Morgen hingefahren bin. Gerade da komme ich nur her, mein Henak. Ja, Marie, du wolltest doch erst morgen wiederkommen. Ja, wollte ich eigentlich ja. Ja, und warum bist du schon da? Weiß ich nicht. Bis gerade eben habe ich das selbst nicht gewusst. So. Aber nun weiß ich, warum ich heute Abend schon zurückfahren musste. Ja. Gedankenübertragung. Ja, das gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Der Duft, den Rumgrog sanft verbreitet, der hat sie sicher hergeleitet. Weil dann ist es ohne immer dem Geruch nach. Sparen Sie sich Ihr Gesabbel. Was soll das hier? Was ist das? Das ist eine kleine Besprechung, Frau Rode hier. Ja, soll das werden? Na, Frau Rode. Ist man bloß eine geschäftliche Konferenz zwischen uns und Steffen Korthals. Ja, ja, das sollte gleich losgehen, Marie. Und wir waren gerade dabei. Ich hab gesehen, wo ihr gerade bei wart, Henner. Danke. Du auch hier, Mutter Kuhlendick? Bei der geschäftlichen Konferenz? Ich war gerade auf dem Sprung und wollte nach Hause gehen. Na, wie ist es mit einem kleinen Drink, Mrs. Rode? Und auch noch einen für Mutter Kuhlendick? Oh, ja, gern. Herr Heister, ich hab für Ihren Fusel genauso wenig Sinn für Ihr Gefasel. Der ist aber gut, der Portwein. Und wenn ich in meinem eigenen Haus was zu trinken haben will, dann muss ich mir es nicht von Ihnen anbieten lassen. Ach, das können Sie so nur nicht sagen. Wenn die hier nur auch Ihre Gastfreundschaft und Hinnerks in Anspruch nehmen, für die Gastronomie bleibe ich trotzdem zuständig. Was? Soll das heißen, dass Sie hier in meiner Wohnstube Ihren Geschäften nachgehen? Hinnerk! Ach, komm nur richtig ab, Marie. Sieh mal, irgendwo müssen wir doch zusammenkommen, wenn wir was zu besprechen haben. Und da habe ich gesagt... Mir hast du nichts davon gesagt. Ja. Das heißt auch noch hier, an eurer Sauferei sein Geld verdienen muss. Ach, komm, Marie, du machst einen Gedankenstrich, ne? Sie sind doch überhaupt Doppelverdiener. Ist er, Sie haben recht. Ist nicht die Fischerei sein Handwerk? Ist er nicht in eurer Aalreusen-Kompanie mit drin? Stimmt! Und der Kluch ist ein zweites Geschäft. Und aus dem Kluch soll er nur noch ein Hotel werden. Ja. Und seine Gedichte, die will er nur an einen Buchhändler verkaufen. Und dann ist er ein dreifacher Verdiener. Hä? Weil er für seine Gedichte Prügel verdient hat, ist er ein Vierfachverdiener. Solange die Kneipe dicht ist, dachte ich, hätten wir Ruhe vor der Sauferei. Oh, Frau Rode, wenn wir mal so ein bisschen vergnügt sind. Mal? Oh, Marie, dir scheint die Luft hier nicht zu bekommen, was? Nee, aber dir bekommt sie bestimmt besser. Also, ich verstehe nicht, warum ihr das Geschäftliche immer beim Grog abmachen müsst. Tja, das müssen wir. Ja, das müssen wir wirklich, meine sehr resolute Dame. Nicht gerade beim Grog, aber doch beim guten Tropfen. Sintemal und all dieweil es sich beim ordentlichen Schluck alles viel besser besprechen lässt. Genau. Seit Sie hier als Fischaufkäufer rumflitzen, seitdem ist hier der Teufel los. Auch durch Sie sind unsere Männer überhaupt bis ans Saufen gekommen. Hab ich nicht recht? Natürlich hast du recht. Tja, ich weiß nicht recht. Die Anlagen, ich meine die Begabung zum Saufen, die muss aber schon vorher da gewesen sein. Und er hat auch recht. Das Recht ist nie auf einer Seite allein. Der Podex hat zwei Hälften. Und ein Fünf-Mark-Stück hat zwei Seiten. Ja, eine zum Sparen und eine zum Ausgeben. Wenn das deine ganze Weisheit ist, danke. Ach, willst du noch einen Grog hier, ne? Ja, bitte. So, auf du geht das hier auch. Geht das, Frau Rode? Schon lange. Ja, lass mich mal noch einen kriegen, Wiebke, ne? So, was haben Sie hier zu suchen? Bei der geschäftlichen Konferenz. Soll ich gehen? Ja. Ich glaube, ich sagte schon, dass ich hier zuständig bin für die Gastronomie. Und was meine Tochter ist, die bedient in meiner Wirtschaft. Das macht sie immer. In ihrer Kneipe, ja. Aber nicht bei mir. Ich gehe. Komm, du bleibst hier, Erd. Ich habe noch einen Grog von dir zu kriegen, hm? Ja, nun wird es aber höchste Zeit, dass ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, Hinnerk, sollten wir nicht lieber zusehen, dass wir das hier woanders, vielleicht bei mir zu Hause... Nix, das bleibt so, wie ich das gesagt habe. Was wir heute vorhaben, das läuft ab. Und hier läuft das ab. So, setz dich. Tschüss, alle Menschen. Tschüss, Frau Schöne. Und schönen Dank auch. Oh, ja. Du, ich habe mich hier fein amüsiert. Du nicht alleine, Mutter Kuhlendick. Komm, ich bring dich nach Hause.
Das brauchst du mich wirklich nicht. Ich will aber. Und es ist auch besser für dich. Bei dem Wetter. Für mich auch. Damit ich hier nicht bleiben muss. Genannt auch. Lass eure Geschäfte nicht absaufen. Thomas, ja, Renner. Du hast aber auch nichts zu lachen. Kein Wort gegen Hinnex Marie. Nö, kratzbürstig ist sie nicht. Überhaupt nicht. Oh, nee, bist du. Bist du da auch mit bei? So, nun mal los. Anfangen mit der Verhandlung. Ja, ja, wir müssen nun vorankommen, bevor Frau Marie wiederkommt und uns an die Luft setzen darf. Oh, vom Rausschmeißen hat sie nichts gesagt, Karl. Bloß vom mangelndem Einverständnis. Sie fand es bei uns gar nicht schön, drum musste sie von hinnen gehen. Noch ein Tor und ich setze euch alle an die Luft. Hinnen, stell dich doch nicht so nach. Sei doch ein bisschen vergnügt. Wenn wir los, komm hier, hau mal Schlag an. Schießen wir los. Ja, Grog für uns alle. Nicht weg, aber mein Rezept. 5 Viertel rum, den Rest Wasser. Nee, nee, für mich lieber ein Glas Apfelsaft. Yes, you like it, Mister? Auch der Apfelsaft stärkt die Manneskraft. Das hast du recht, Gottfried. Ich danke mein Gott. Hier ist die Bonschewohler los. So. Ja, ja. So, meine Herren, solange hier nicht alles ganz klar getrimmt ist, solange gibt es auch keine glatte Aussprache. Oh, die verfluchte Mappe! So viel Papier, ne? Ja, aber heute sollst du uns nicht wieder so einwickeln wie sonst. Also, erst den Liebestrank. Prost. Ja, Prost. So, nun kann der Kongress also beginnen. Tja, so wie das nun ist, kann das nicht länger bleiben. Nee, so fängt jeder Kongress an. Und wer hat das Schuld an, dass es so ist, wie das nun ist? Kein anderer wie du selber, du. Was du für einer bist, das wissen wir, du. Du bringst doch alles fertig. So, was denn? Was hast du immer mit den Marktpreisen rumgefummelt, oder? Ja, das bist du uns immer mit den anderen gekommen, die du uns als Beispiel vor Augen geführt hast. Immer so, wie es in deinen Kram passte. Dann waren es die von Flensburg und dann die von Kiel oder von Timmendorf und Travemünde, Hamburg oder Berlin. Immer nach deiner Mütze. Und wenn wir dann dahinter kamen, wenn wir merken, dass du die anderen gegen uns und uns gegen die anderen ausgespielt hattest, dann war das zu spät. Ja. Und das ist kein Arbeiten nicht. Ja, und wenn du dir einbildest, dass du hier allein sammeln kannst, bis auf dem Haus. Ruhe, ich hab doch nicht. Ruhe, die Einheit. Und nicht der Feind steht hier. Ja, dann setz dich hin und sag mir nicht so viel. Hör mal zu. Naja, dass du dich mit deinem Fischmarktbericht lieber anderwo orientiert hast als hier bei uns, damit hat Kordel ganz recht. Einmal bist du sogar mit Rotterdam gekommen. Ja. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass du dir die Fischmarktberichte aus Halifax durchtelefonieren lässt oder von Honolulu. Ja. Eure Witze könnt ihr gern mit mir machen. Aber meine Ehre als Kaufmann solltet ihr nicht rühren. Quatsch. Ihr sitzt hier im stillen Winkel in der Ecke von der Welt. Ich muss weiter gucken. Ich muss das ganze Absatzgebiet, den ganzen großen Markt im Auge behalten. Ja, bis nach Honolulu, nicht? Ach, Shadowman, du machst mir hier keine düsige Luft. So viel solltet ihr eigentlich auch schon mitgekriegt haben. Fisch, der verkauft sich nicht mehr so wie früher. Der wird einem nicht mehr aus den Händen gerissen. Der Markt ist groß, ja. Aber die Konkurrenz ist noch viel größer. Ich muss schon bis nach Hamburg, Esbjerg und Rotterdam hingucken, wenn ich euch einen vernünftigen Preis machen soll. Vernünftig?
Vernünftig, ja, für die. Aber für uns? Oh, Kindersleute, bei so einem Gekabbel kommt doch nichts raus. Ja, das meine ich auch. Wollen auf den ersten Liebestrank noch einen zweiten setzen. Das ist meine Runde, wel? Dass Steffen tüchtig in seine eigene Tasche wirtschaftet, na ja, aber mit ihm sind wir doch immer noch am besten gefahren. Hast recht, Gottfried, old fellow. Die anderen Spitzbuben haben uns doch noch viel mehr übers Ohr gehauen. Spitzbuben? Die anderen, Steffen, die anderen, die richtige Spitzbuben sind. Worum ich auch gebeten haben möchte, nicht? Wenn ich an Kluckhuhn denke mit seinem frommen Pastalon und Ede Kaltzahn, den die blanken Tränen in die Augen steigen, wenn er einen toten Hering sieht. Die beiden passen ja auch in kein Strafgesetz. Ja, Kinders, wenn Steffen besser rechnen kann als wir, müssen wir auch besser rechnen lernen. Kein Mensch kann sagen, dass er uns die Haare vom Kopf gefressen hat. Nee, das hat er bei sich selbst besorgt. Ja. Mist, Kid, da, da ist doch was. Was? Oh. Der Marktpreis von morgen früh. Ja. Nee, da wo eure große Zauberin mit dem Finger hingetupft hat, da kommt doch ein Klumpen. Oh. Hier, führt doch mal. Ich fühle nichts. Das hältst du dir ein, Steffen. Nee, das weißt du, ich kenne dich. Ja, Wiebke, komm mal her. Fühl du mal nach. Du hast sensiblere Finger. Du, komm. Stell dich nicht an. Fühl doch mal. Da. Sei kein Spielverderber, ja. Wir fummeln doch mal. Ja, so ein kleiner rauer Flecken ist da groß. Da haben wir das. Wie wollt ihr das jemals wieder gut machen, was eure alte Hexe mir angetan hat? Zemnitz, die spiegelglatte Glatze, du wächst darauf eine Bratze. Und da hilft kein Geklatze. Mit meiner Schönheit ist das nun vorbei. Tja, aber... Neues Leiden braucht neue Medizin. Schenk ein, du alter Quacksalber, du. Aber rum pur! Oh, wie konnte ich mich bloß mit der großen Zauberin einlassen? Und Frau Marie ist mit der großen Zauberin nach Hause gegangen. Ja. Wenn sie da nur auch Schaden nimmt. Was war das? Oh, der, nehm dich in Acht, du. Ja, doch schade um ihre Schönheit, ne? Bitte, aber jetzt dreh ich dir aber gleich das Genick um. Oh. Ich will hier heute Abend nicht ewig sitzen. So, ne? Oh, das schade, ne? Na ja, nimm mal los. Also, hopp, auch. Ran an die Arbeit. Steffen, was hast du nur eigentlich auf dem Herzen? Mhm. Ihr macht immer so Anspielungen, als hättet ihr das Gefühl, ich beschummel euch. Ja. Und nun tu du mal was gegen Gefühle. Ja. Vom Beschummeln kann aber ganz gewiss keine Rede mehr sein, wenn ich Geschäftsteilhaber von euch werde. Was? Wie meinst du das? Na, ruhig, Paul. Ganz gut. Das Einzige, was sich hier wirklich lohnt, ist eure Aalfischerei. Mhm. Eure Fanggründe sind gut und ihr habt die Aalreusen-Kompanie. Aber was ihr verdient mit dem Aalfang, das ist doch belämmert. Ah, nun sagst du das selber. Und dass er kein anderer Schuld hat als dieser verdammte Zwischenhandel, der das meiste Geld in seine eigenen Taschen immer so Wie wäre das denn, wenn der verdammte Zwischenhändler mit euch zusammen zum Produzenten würde und ihr Produzenten mit ihm zusammen auch zum Zwischenhändler? Was? Was sagst du wieder? Eure Aalreusen-Kompanie sollte eigentlich sowas sein wie eine GmbH. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie sieht aber mehr aus wie eine Gesellschaft mit haftender Beschränkung. Hör mal auf! Das nimmst du sofort zurück! In eure Gesellschaft muss investiert werden. Was euch fehlt, ist neues Kapital. Was ihr da macht, ist rückständig. Und der Rückstand kann bloß mit Geld, mit einem ziemlich großen Batzen Geld, wettgemacht werden. Mhm. Ihr braucht mich einfach als Partner. Da, du hast die Katze aus dem Sack genommen. Was willst du? In unserer Aalreusen-Kompanie willst du rein? Mein Lebtag nicht, gebe ich da meine Einwilligung zu. Mein Lebtag nicht, Herr! Aber auch wenn wir das wollen, Steffen, du kannst gar nicht in unsere Kompanie rein. Und warum nicht, Gottfried? Weil du kein Berufsfischer bist. Ja. Wer sagt das? Ihr solltet eigentlich wissen, dass ich früher auch gefischt habe. Und wenn ihr mein Patent sehen wollt. Oh. Patent hat er auch noch. Tja, wenn wir uns schon miteinander ärgern müssen, dann wollen wir den Ärger wenigstens verdünnen, nicht? Nee, die Luft wird mir ja nun zu dick.
Hinnerk, ja, du wirst den Kopf ja bestimmt oben behalten. Ja, will ich hoffen. Wenn hier was beschlossen wird, du hast meine Stimme. Aber bleib doch noch ein bisschen, Gottfried. Nee, für unseren Hochseekutter seid ihr heute Abend ja doch nicht mehr zu sprechen. Nun sind ja erstmal die Aalreusen an der Reihe. Steffen will das ja so, ne? Na dann, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Tja, Hinnerk. Was sagst du denn zu meinem Vorschlag? Ja, also dein Vorschlag, der ist ja gar nicht so dumm. Habt ihr gehört? Gar nicht so dumm, hat er gesagt. Darauf trinken wir ein. Ludwig, noch eine Runde. Und damit ihr seht, mit wem ihr das zu tun kriegt, wenn ihr mich in eure Aalreusen-Kompanie aufnehmt, lege ich für jeden von euch 500 Mark bar auf den Tisch. Was soll das denn nur wieder? Ja, nicht als Vorschuss. Nicht, dass es irgendwann wieder abgerechnet wird. Nein, jeder einzelne von euch kriegt von mir 500 Mark. Aus reiner Freude und Freundschaft. Na, was sagt ihr nun? 500 Mark. Ja. Mehr ist dir meine Stimme nicht wert. Was? Meinst du, dass sie mehr wert ist? Ja, das weißt du besser als ich. 1000. Was? 1000 Mark. Sorry. 1000 Mark. 1000 Mark heben und nicht heben sind zwei Rufe. Ja. 500 Mark für jeden von uns mal auf den Tisch. Und wenn das keine Vorspiegelung von falschen Tatsachen ist. Ja, ja, wo du doch gerade Malheur gehabt hast mit deinem besten Schweinkohl. Ja, ne? Ja, ja, ja. 500 Mark, du bar auf den Tisch. Also denn ran an den Vertrag. Ich hab das Notwendige hier schon aufgesetzt. Ne? Nee, also du hast mir vorhin das Wort abgeschnitten, Steffen. Ne? Was? Willst du uns nur noch in die Suppe spucken? Oh, ich hab gesagt, dein Vorschlag ist gar nicht so dumm. Ja und? Von deiner Seite. Von deiner Seite ist er gar nicht dumm, aber bloß von deiner Seite. Und wenn ich da nur noch einen Beweis für gebraucht hätte, dann habe ich ihn nur gekriegt. Deine 500 oder 1000 Mark sind der Beweis dafür, dass der Vorschlag gar nicht dumm ist. Aber bloß, wenn man das von deiner Seite aus ansieht. Ne? Sag mir bloß mal, was ist mit dir los? Gar nichts, mit mir ist gar nichts. Bloß du willst dir Stimmen kaufen. Die Stimme zu 1000 Mark. 1000 Mark ist doch kein Kartenschild. Na, das sag ich doch. Du hörst nur erst mal zu, was ich dir sage. Gut, Hinnerk. Sieht ja so aus, als wenn du hier zu sagen hast. Ja. Du allein. Ja, pass auf. Zwei Dinge, Sam. Das erste. Unsere Fremde haben in unserer Aalreusen-Kompanie nichts zu suchen. Richtig. Das ist für uns ein Vermächtnis von Großvater und Urgroßvater her. Ja. Und da halten wir dran fest. Hinnerk hat recht. Und mit solchen Vermächtnissen willst du heutzutage noch Geschäfte machen, Geld verdienen? Stimmt mal auch recht. Und der Polis hat zwei Hälften. Und darum muss ich auch mal... Ja, komm her, schenk ein. Komm her. Und das andere, Sam. Unsere Aalreusen-Kompanie ist keine Kapitalgesellschaft. Ist sie nie gewesen. Muss sie aber werden. Das ist doch mein Schnack. Das muss sie nicht und wird sie auch nicht. Wenn du da nur dein Kapital einbringst, dann haben wir doch da nichts, aber rein gar nichts gegen anzusetzen. Wieso denn nicht? Ihr habt doch... Ich weiß, wir haben unsere Schiffe, wir haben unser Geschirr, wir haben unsere Aalhäusen. Na, also unsere Arbeitskraft. Ist das nichts? Nicht genug, wenn das gegen dein Geld zu Buch schlagen soll. Für uns ist es aber alles, wenn es so bleibt, wie es ist. Du willst hier was kaufen. Zuerst unsere Stimmen, denn die Mehrheit in der Kompanie und zuletzt alles, den ganzen Kram. Ja, aber Kinders, Leute, wir wollen und müssen noch weiterkommen. Ja, ja, ja. Und gut. Business. Business ist immer. Ja. Und Geld muss in die Wirtschaft. Ja, komm, ja, ja, ja. Und wenn dir denn alles gehört, dann bist du der hohe Chef und wir sind nichts weiter wie Lohnempfänger. Lohnempfänger, jawohl. Ja. Denn es ist vorbei mit unserer Selbstständigkeit, mit dem bisschen, was uns noch zuhört. Ja, 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 aber Geld muss ins Land. Und meine Stimme, die ist 1000 Mark wert. Das hat Wiebke doch gesagt. 1000 Mark ist wirklich krass. Nee, sind sie nicht. Hinnerk, du stehst so hoch oben und dir ist ja auch noch nie was verquer gegangen. Nee, das stimmt. Mir ist noch nie ein Schwein gestorben. Nee. Mir scheint, Hinnerk, deine Kollegen denken anders darüber. Denken? Ja, lass mal mit dir sprechen. Hinnerk, hast du mein Schwein gekannt? Nee. Mein kürzlich verblichenes. Nee. Hinnerk, das war gar kein Schwein. Das war wie ein Mensch. Hinnerk, wie kannst du bloß so Tyrann sein? Wein, du Mann, Korre. Wein, du Mann. Was du weinst, brauchst nicht zu pissen, du.
So, ja. Und du willst mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das kommt immer auf die Wand an, du. Nimm dich in Acht, Hinack. Wenn du mich auch so weit kriegst wie die anderen hier. Kann sein, und du kriegst deine Unterschriften heute Abend noch zusammen oder deinen Vertrag da. Und du meinst, ich krieg das nicht fertig? Du bildest dir da was drauf ein, dass du mehr verträgst als die, nicht? Und dass du sie duhn und an den Tisch säufst. Ja. Bei mir hast du das aber nicht fertig gekriegt, du. Und du kriegst das auch nicht fertig? Nö, weil du nur Schluss machst, kannst du ja auch. Bist ja Herr im Haus hier. Komm, ne? komm. Ja, 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 ich weiß doch Bescheid. Du hast doch bloß Angst, dass deine Frau gleich wieder zurückkommt. Ja. So viel Zeit bleibt uns immer noch, dass ich dich Kopf übergehen lasse. Was? Ja. Du mich? Ja. Kopf sei es bloß, du. Wie kann man hier? Ja, lass du mal, du. Ludwig, bring uns was zu trinken. Du. Weil du mich? Yes. Ich lach mich kaputt. Ja, ich. Ja, lass du nicht mehr. Trinken? Ja. Was wollt ihr? Was Kreis? Ja. Reinkorn. Was? Korn auf Grog? Ja. Ui, Teufel auch. Wiebke, stell du uns morgen einen Buddel Reinkorn da auf den Tisch. Und Gläser. Aber große. Soll das hier einen Kampf geben? Mann gegen Mann? Ja, das soll das. Hör zu, der Preis wird auch ausgesetzt. Wenn du mich so weit kriegst wie die anderen hier, dann sollst du Partner werden in unserer Reusenkompanie. Ha? Das Wort. Handschlag. Handschlag. Und Ludwig ist Zeuge. Ja. Ludwig, ist du hier. Wie geht's, schlag du durch? Hier. Zack. Du? Ich und du? Ja. Bei dem Kampf hier, da bin ich der Ringrichter. Ja. Und der Ringrichter, das ist die Hauptperson. Das ist der Oh, guck mal, wie niedlich. Wiebke, du bist am Prachtieren, bist du schon, nicht? Und du sollst nur leben. Gruß, Wiebke. Gruß, Wiebke. Du, Wiebke, sag mal, wenn du einer von uns beiden müde wird, kriegt der denn auch ein Kopfkissen? Oh ja, das ist sicher. Soll's doch mal nehmen, Wiebke. Prost. Oh, Mensch, Wiebke, sag mal, was kriegst du denn mit mal für Augen? Ja, was sind für welche? Gierige Augen. Ja. Gierige? Ja, so wie die Spanierin in Cartagena beim Stierkampf, du. Oh. Olle. Ja. Prost. Ja, Wiebke, Kampf, das gefällt dir, was, Wiebke? Wiebke, und nun sag mal eben, wer ist dein Favorit? Du. Ja, siehst du, Steffen, ich. Das macht nichts. Ja. Hauptsache, ich bin mein eigener. Naja. Mein Schwein! Mein Schwein, so ein Schwein, ist wahr? War ein krasses Schwein. Kohl ist ein Schweinestall. Wiebke, du sagen wir eben nochmal, hast du einen Freund? Nee. Ja, das ist fein, mein Herr, und darum sollst du nur nochmal leben. Sollst nochmal leben. Prost. Aber, Wiebke, aber ein Bett hast du, nicht? Da drüben auf der anderen Seite, ne? Was geht dich mein Bett an? Nein, ich mein doch ein Bett für mich. Ich muss doch irgendwo schlafen, wenn ich müde bin. Da hab ich nichts mehr zu tun. Aber das ist doch ein Gasthaus. Halt!
Heißt das ein Krugchen? Oh, ein Steffen, du erzähl bloß nicht meine Glücksgöttin, du. Dein Glücksgöttin. Das Wilke. Und meine Glücksgöttin. Du hast kein Glücksgöttin, das ist meine Glücksgöttin. Ah! Siehst du? Wer ist da? Die Wurzel. Ich bin weg. Ich bin verloren, behext und verloren. Das habe ich geschafft, was mit dir? Immer hochkommen. Ui. Ist so ein bisschen eng. Junge, Leich, aber mir das nicht gemacht, das Du, Wiebke, eigentlich habe ich mir ja nun einen Siegerlohn verdient, hä? Wenn die große Zauberin deiner Frau nun auch was angehext hat. Wie? Was hast du? Ach so, ist das nicht. Das geht nicht, Wiebke. Nee, das geht leider nicht. Ne? Ich muss ihn nur holen. Wiebke, ich hole sie da nur weg. Ich hab deine Frau hergebracht, Tina. Saufen, ja, das könnt ihr. Aber mit dem Kram umgehen, das könnt ihr nicht. Das sind deine Geschäfte. Shit, Kerls! Ist denn das die Menschenmöglichkeit? Ausgeschlafen, der hohe Herr! Hä? Ja. Morgen, Marie. Morgen? Na ja, dann guten Abend. Andere Leute gehen nur zu Bett. So? Na ja, dann kann ich mich auch gleich wieder hinlegen. Das könnte dir so passen, du Schlucksbecht. Ich hol deinen Kaffee rein. Ja. Der wird nur wohl gar sein. Ja. Was? Gar sein. Das ist ein dummer Schnack. Danke, Marie. Bitte. Der Tag war mal wieder verloren. Ja? Ja, du, aber die Nacht, die war nicht verloren. Ach, Tünkram. Ja, das hat ihr einen Kampf gegeben. Eine Schlacht. Ja, und die Schlacht habe ich gewonnen. Was ist das nun wieder? Ja, siehst du, Steffen Kornhals, der wollte partout in unsere Reusenkompanie mit rein, ne? Und das hab ich ihm verpohrt. Und dafür musst du dich mit ihm besaufen? Jo. Naja, die anderen, die hatte er doch schon untergekriegt. Die habe ich gesehen, die Schnapsleichen. Und das Schlachtfeld auch. Ach so. Ach ja, das stimmt ja auch, ja. Ja. Wie die anderen wohl nach Hause gekommen sind. Bei dem Glatteis.
Glatteis oder nicht. Die konnten so und so bloß noch auf allen Vieren kriechen. Ja, ja, oder auf dem Bauch rutschen, nicht? Ja, so weich hat Steffen Kort als sie gekriegt. Und ich musste ihn unschädlich machen. Du, das habe ich ihm gehörig besorgt. Also mitunter bist du noch ein richtiger Junge. Jo, freu dich, Mann, dass ich nichts vom Mädchen an mir habe, nicht? Aber ich guck mir das nicht länger mehr mit an. Haus und Hof dir dabei vor die Hunde. Oh, nein. Auch für nix hast du mehr Zeit wie bloß noch fürs Saufen. Geschäfte nennst du das. Und heißt er, der zieht schon mit seiner Kneipe in meine Wohnstube rein. Na ja, das kommt nicht wieder vor, mein Dirn. Hm? Da werde ich wohl selbst für aufpassen, mein Hinnack. Das brauchst du nicht. Oh, da kommt ja schon wieder einer von deiner Aalenreusen- und Saufkompanie. Na ja, dann schmeiß ihn raus. Das tut du, wenn du ein Kerl bist. Ui, 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 ui. Das ist ja eine schöne Geschichte. Steffen Kort hat spuckt Feuer und Flamme und Gift und Galle gegen dich. Und er sagt, er kauft uns nie wieder was ab, sagt er. Und wir sollen uns dann mal mit den Spitzbuben amüsieren, sagt er. So, und das glaubst du? Ja. Ach du Schafskopf, Mensch. Ja, ich mein was du mit ihm aufgestellt hast, Hühner. Oh, dagegen sagen wir ja gar nichts. Nee. Na also, ja. Aber da waren doch noch immerhin die 500 Mark. 1000. Nee, also 500 Mark wären uns sicher gewesen, die er für jeden von uns glatt auf den Tisch legen wollte. Oh. Ach, wie wären die uns zu Pass gekommen? Ja, dir vielleicht nicht so, aber mir. Alle die vielen Kinder und die alle satt machen. Und weißt du, Henrik, weißt du, dass mein zweites Schwein, dass das vielleicht auch an Glauben muss? Also manchmal ist mir, als hätte die alte Zauberin mich verhext. So? Der Dreck hat dich verhext. Mensch, dein Schweinestall? Das ist doch ein Schweinestall von Schweinestall. Naja, wir sitzen nun mal im Dreck. Ja, weil du weiter nichts bist als ein Maulwerk. Ein Maulwerk, an dem nichts dran ist. Mensch, sorg doch dafür, dass deine Alte richtig wirtschaftet. Du läufst rum wie so ein Pennenbruder und sie? Am liebsten in Samt und Seide. Sie war doch Putzmacherin. Und sie ist nun mal was Besseres. Was Besseres, was? Gibt's was Besseres wie eine tüchtige Hausfrau? Nö, Hühner auch nicht. Und ich weiß ja auch, dass ich mit meiner Alten angeschmiert bin, nicht? Ja. Aber da kriege ich ja kein Geld von ins Haus, nicht? Und wir nagen mal wieder am Hungertuch. Mensch. Hühner, du bist der Einzige, der großmütig denkt. Und ich hab dir doch noch alles wieder abbezahlt, Hühner, nicht? Und mir selber. Mir ist das so peinlich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie peinlich mir das ist. Also komm, du tu mir einen Gefallen. Und fang nicht wieder an zu blären, ne? Steig weg. Hinnack! Ach, wie soll ich dir das danken? Ach, überhaupt, weil sie mir alles schuldig sind. Ja. Und du, dass du den Steffen Korthals so platt aufs Deck gesetzt hast, weißt du? Ja, ist ja gut. Ja. Lass deinen Sabbeln, Mann, ne? Hier, fass an. Kordel, wir wollen die Zinsen versaufen. Prost, Kordel. Prost, Henak. Ja, und dann müssen wir wohl heute Abend noch die Boote müssen wir wohl etwas höher an den Strand ziehen, nicht? Ja. Der Wind wird steifer. Ja. Nordost, ja. Oh, Nand auch. Schon mal die? Nand. Nand. Hm? Was ist denn? Ach so. Und wieder beim Korn. Och Marie, du, da war doch mal bloß noch so ein kleiner Rest in der Buddel, ne? Ja, du, der Neue, der wird vor Sonntag nicht angebrochen. Das verdammte Saufen! Warst du beim Geld? Ja, Marie. Hast du ihm Geld gegeben? Ja, Marie. Dem Hunger leider. Eben darum? Schnaps kriegt er noch zu. Ja, siehst du, das ist ihm so schwer gefallen, mich anzupumpen, ne? Hast du wenigstens einen Schuldschein? Schuldschein? Von ihm? Oh, Gott, den brauche ich doch nicht. Also,
Frag mich bloß, wie lange das dauert, bis wir selbst betteln gehen. Wir? Marie, wir doch nicht. Sorgst du überhaupt noch für deine Familie? Versäufst du nicht dein ganzes Leben? Naja, ich will mich ja auch mehr zusammennehmen, nicht? Aber... Was aber? Wenn du nicht immer so scharf zu Kehr gehen würdest, so wie nu und wie gestern Abend, du musst doch zugeben... Dass es mir zu viel wird, ja, das gebe ich zu. Wenn du so rumstichelst und so schimpfst, so wie nu und gestern Abend, musst du doch sehen, dass mich das vergrellt macht und dass mir denn alles egal wird. Du faule Ausreden. Guck mal, Marie, das gibt nun mal zwei Arten von Mannsleuten, nicht? Die einen, die haben ein zu großes Herz und die anderen, die haben eine zu große Leber. Die einen, das sind die mit der viel Weiberei und die anderen, die haben ein bisschen Durst. Naja, ein bisschen mehr Durst, nicht? Quatsch. Was, wenn das nicht auch noch andere Männer gibt? Ja, Marie, du, die gibt das auch. Aber die haben ein beides, du. Tünkram. Komm, Marie, du lass mal gut sein. Gib mir mal einen Kuss und dann ist alles wieder in Ordnung. Oh, Mann, du riechst nach Schnaps. Oh. Nach ganz reinem Korn, du. Aber, mal ehrlich, ist das in der letzten Zeit nicht schon viel, viel besser mit mir geworden? Hm? Besser? Hm? Oh. Was ist das? Fahrtenbuch? Ja, ich habe über deine Sauftouren ein Buch geführt. Was hast du? Geht nix über eine ordentliche Buchführung, mein Hinnack. Bist du mal sehen? Ja, das will ich sehen. Also, vor 5 Jahren bist du 3-mal im Jahr auf große Tour gewesen. Mhm. Vor 4 Jahren 6-mal. Vor 3 Jahren 12-mal. Vor 2 Jahren 24-mal. Und das neue Jahr, das nun anfängt. Also, komm, du, das ist Polizeiwirtschaft, ist das, nicht? Für jede Tour müssen wir 3 Tage rechnen. Was? 1,5 Tag saufen und 1,5 Tag schlafen und nichts tun. Also letztes Jahr hast du für deine Fahrten 72 Tage gebraucht. Und wenn die steigende Tendenz anhält, dann kriegen wir in diesem Jahr 48 Fahrten mit 144 Tagen. Und noch ein Jahr weiter, dann ist das liebe lange Jahr nicht mehr lang genug für deine Sauferei. Also das ist doch eine ganz niederträchtige Art von Rechenkunst, ist doch das. Zahlen sind das. Und Zahlen gelten in der Wirtschaft. Junge, dass ich an solche kaltschnäuzige Buchhalterin geraten musste. Pech, was? Oder Glück? Marie, der, nun dreh aber mal bei, ja? Du, dein entfarbiges Rechenexempel, das soll nun auf einen anderen Generalnenner gebracht werden. Jawohl, soll es und wird es. So, und du wirst da nicht mehr von geredet. Ich mache nämlich nichts mehr von hören. Nö. Und da kommt auch gar nichts mehr raus. Nur wird einfach ein anderer Kurs gesteuert. Wo bist du hin? Zum Strand runter. Die Boote höher an Land ziehen, nicht? Ja, es ist Vollmond und Cypher Nordost. Ja, ich bin gleich wieder da. Ohne den Umweg über die Kneipe? Mit der freundlichen Bedienung? Ach, Marie, ich hab doch gesagt, die ist dicht. Mein Hinnack, für dich ist sie dicht bei. Ja, Marie, du glaubst mir das nicht, ne? Weiß ich, aber ich will dir das ja beweisen. Weil du hast doch recht. Mit allem, weiß ich doch. Hm? So, und dann tschüss. Tschüss. Mein Herrn. Guten Abend. Dass dein Kerl schon wieder auf seinen Beinen stehen kann und sogar laufen, das ist schon ein reines Wunder. Wieso? Das ganze Dorf ist voll von Schnack über die Schlacht, die er geschlagen hat gestern Nacht gegen den Großhändler. Das ganze Dorf soll sich mal an die eigene Nase fassen. Und du auch. Dein Hinnack hat sich aber alle unter den Tisch gesoffen. Da kann ich nicht überlachen. Das besorgen die anderen auch ganz allein, das Lachen. Lass sie. Ein Glück ist bloß, dass seine Gesundheit noch nicht darunter leidet. Du, die anderen, die sind am anderen Tag sterbenskrank. Aber er schläft das einfach wieder aus. Das ist aber eigentlich das Schlimmste an der Sache. Wieso? Wenn er nur ein bisschen darunter zu leiden hätte, dann würde er das eher nachlassen.
Meinst du das? Er will das ja nachlassen. Versprochen hat er mir das. Versprochen? Da wird doch nichts von. Hier müssen andere Mittel her, stärkere. Weißt du ein? Hier helfen bloß Antipathiemittel. Der Schnaps muss ihn verekelt werden. Verekelt? Ja, so doll verekelt, dass er ihn nicht mehr riechen kann. Dass er das Spucken kriegt, wenn er bloß an ihn denkt. Ich hab so ein Mittel. Oh, und das hilft wirklich und wahrhaftig. Ist unverantwortlich gut. Ja, du, ist das was, was Dolles? Was Dolles muss es schon sein für einen Kerl wie Hinnack. Du, aber schaden kann es ihm doch nicht. Ist doch kein Gift. Bin ich ein Giftmischerin? Ich hab das sogar mitgebracht, weil ich schon sowas ahnte. Und was ist das für Zeus? Sag mal, du hast doch ein Korn im Haus. Ja, leider. Am besten ist ein vollen Buddel. Hm. Haben wir. Hier. Der ist gut. Mach auf. Ein Glas. Muss doch erst mal sehen, ob das auch rein Korn ist. Könnte rein Korn sein. Ja, ist rein Korn. So, nun pass auf. Das, was hier ausgeschenkt ist, wird wieder nachgefüllt. Ja, mit was? Mit Tropfen, die die Urnatur uns gibt. Eine Schlange? In Spiritus, ja. Und gefangen in der Johannisnacht, als der Abendstern am Himmel stand, zur Mitternachtszeit. Was? Und mit dem giftigen Biest? Och, eine Ringelnatter hat doch kein Gift. Aber die allerstärksten und allergeheimsten Kräfte stecken in dem kleinen Tier. Ja, und was soll nun damit? Aus diesem Glas gieß ich nur deinen Schnapsbuddel wieder voll. Und die Mischung, die gibst du deinen Hinner zu trinken. Inne, du, mit der ekelt man sich ja zu Tode. Das soll er ja auch. Nee, Monakulen, die gut, dann lass ihn weiter saufen. Denn säuft er sich von Sinn und Verstand und versäuft Haus und Hof und Frau und Kind. Och, Monakulen, Dick. Soll ich oder soll ich nicht? ja, dann tu das. Urnatur, Urnatur, wenn was hilft, bist du es nur. So. Und was soll ich dir bezahlen? Erstmal die Hälfte wegen meiner Unkosten. Den Rest nach eingetretenem Erfolg. Das Ganze macht 10 Mark. Ja. Hier hast 5. Ein Teil noch, Marie. Und da kommt alles auf an. Du musst da nur immer an denken und musst da fest an glauben. Fest an glauben. Unglauben kann alles verderben. Und nur tschüss, Marie. Ja. Tschüss. Junge. Fängt schön an zu pusten, der Norlos. Oh, das ist nun schon wieder kalt draußen. Und platt ist das auch an dir. Ja, bist kalt geworden, Hinnack? Ja, inzwischen, ne? Hm. Oh, es geht noch. Junge. Ja. Oh, Steffen Korthals. Der soll auch mal sehen, dass er mit seinem Auto von der Straße kommt. Ist der denn immer noch hier? Ja, er bleibt auch noch. Logieren tut er drüben im Gasthaus. Ja, du, Hinnack, vielleicht brauchst du nur, ich mein, vielleicht brauchst du was zum Aufwärmen. Was denn? Marie!
Du kredenzt mir höchstpersönlich eine Herzstärkung. Oh, mein Dear. Du, der soll mir aber schmecken, ne? Prost. Junge, Junge, du sag mir mal, ist da deine liebe Hand dran schuld? Du, der... Und der hat einen ganz besonders großartigen Beigeschmack. Wirklich, ist das der Flensburger oder die neue Firma aus Kiel? Ich glaube, das ist der Flensburger. Ja? Marie, den wollen wir von nur an immer nehmen, ne? Sollte es ihn spucken, sollte er und eine Antipathie kriegen. Ja, Pustekuchen. Alle 10 Finger hat er sich danach geleckt. Und ich dussel, ich guck mir deine fiese Matenten nach noch mit an. Hier, du. Hier hast du den Schied. Schick dir das. Kann Schlangen versaufen. Was sagst du? Da hat er sich alle 10 Finger nach abgeleckt. Ja. Denn ist mit ihm was nicht in Ordnung. Denn ist sein inwendiger Mensch schief und verdwast. Das Mittel ist richtig, aber dein Hinner ist falsch. Twirlkram. Marie, du kannst mir das glauben. Er ist inwendig verwachsen. Und wenn du ihn aufschneiden tätest, dann kannst du das selber sehen. Seine Leber ist viel... Quasselkram und kein Ende. Oh, das heißt, du, von seiner Leber hat er selbst schon mal gesprochen. Siehst du, siehst du, siehst du. Er selbst hat es im Gefühl. Und da willst du gegen an. Und du, hast du auch ein ganz reines Gewissen? Ich? Wieso? Hab ich dir nicht gesagt, du musst da fest an Glauben, ganz fest. Unglauben kann alles verderben. Siehst du, da liegt der Hund begraben. Nee, 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 an meinem Mittel hat es nicht gelegen. Meine Mittel sind gut, da kannst du auch ab. Und mein Rat hat auch noch immer geholfen. Aber du weißt das ja immer alles viel besser. Oh, Mutter Kuhlendick. Dann ist noch was. Rat. Dein Rat, Mutter Kuhlendick. Du bist eine Frau, eine alte Frau. Ja, du hast Erfahrung. Das weite Gott. Du warst doch verheiratet. Ja, 2,5 Mal. Halb? Na ja, das war ohne Pastor und Küster. Aber 2-mal richtig untüchtig. Ja, du kennst die Männer. Das kann ich wohl sagen. Du, wie hast du denn deinen Willen immer durchgesetzt? Och, das war einfach. So? Solange du jung bist und solange dein Mann in dich verliebt ist, solange hilft das natürlichste Mittel der Welt. Ich verstehe nicht. Wenn er nicht so will, wie du willst, dann schmeiß ihn aus dem Bett. Quartier ihn aus. Raus mit ihm. Ausquartieren? Ja, quartier ihn aus. Und lass ihn so lang draußen, bis er pariert. Und wenn du durchhalten tust, dann kriegst er zu Kreuze. Aber du musst durchhalten, auch wenn es dir schwer wird. Du, wird dir das schwer? Lass mich. Und das hat geholfen bei dir? Hilft immer. Ist auch ein von den Antipathiemitteln. Aber du musst durchhalten. Ja. Und wenn das auch nicht hilft?
Ja, wenn du das schon vorher nicht an Glauben tust, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber ich sag ja, Unglauben. Ja, du bleib doch, Mutter Kuhlendieck. Du, ich will das ja glauben, aber... Kein Aber. Aber du weißt noch was. Ja, ich kann dir das ansehen, dass du noch was weißt. Du weißt Besseres. Also, wenn das nicht hilft, was ich dir gesagt habe, aber ich sag dir noch mal, dass das was hilft. Oh, schnapp doch, Mutter Kuhlendieck. Das tue ich doch die ganze Zeit, dir die Ohren voll zu schnacken. Also, wenn das nicht hilft, dann müssen die allerstärksten Mittel ran. Ja. Und das sind die Sympathiemittel. Sympathiemittel, Antipathiemittel? Ja, verstehst du? Nee. Das sag ich nur dir. Das verrate ich keinen anderen. Darfst du aber auch nicht, verstehst du? Nee, nee, tu ich nicht, du. So, dann musst du, pass mal auf. Ja? Ach, du musst erst mal schwören, nicht? Schwören muss ich auch noch. Naja, ich schwöre. So, ja, nun pass auf. Ja. Das ist ganz einfach. Ne? Oh, ja, Hinnert, ich bin hier. Ja, was denn? Pass auf, der erzählt dir das. Du musst mir das sagen. So, ja. Also ich kenne... Du weißt du aber Bescheid hier. Ach, guck mal an. Zwei Frauensleute stecken die Köpfe zusammen. Na, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt? Ah. Kann sein, dass der Mann dabei rauskommt. Was, Marie? Wir verstehen uns nicht. Na, dann tschüss auch, Marie. Tschüss, Mutter Kuhlendieck. Tschüss, mein Himmel. Tschüss. Junge, 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 Junge. Die hat mir gerade noch gefehlt. Und dir auch. Die alte Hexe ist wohl deine neue Freundin, was? Ist dir was über den Weg gelaufen? Ja, Stephen Courthouse. Oh Mann, wenn der jetzt wieder weg ist, dann kriegen wir wohl endlich ein bisschen Frieden im Dorf. Ja, aber erstmal ist er noch hier. Ja, ja, morgen. Morgen will er fahren, ne? Na. Ja, aber vorher da... vorher da wollte er noch mal mit mir sprechen, ne? So, das heißt also heute Abend? Ja, vielleicht, ich weiß nicht, kann sein, dass... Du wirst also heute Abend noch ausgehen? 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 Nee, ausgehen will ich nicht, ausgehen. Nee, aber tust das am Ende doch? Nein, ich tu das eben nicht. So, dann kann ich dein Essen nur reinholen? Ja, kannst du. Herein. Guten Abend, ist Hinnerk? Ist Herr Hinrich Rode zu Hause? Ja, Herr Hinrich Rode ist zu Hause. Wo ist er denn? Da. Halt, stopp, was fällt Ihnen ein? Das ist unsere Schlafstube. So, das ist Ihre Schlafstube. Na, wenn es mal weiter nichts ist. Hinnerk? Ja? Du hast Besuch. Ich hab Besuch? Dammbesuch. Ach so. Na. Ich kann mal. Ah, hallo, Wiebke. Hallo. Na? Wo brennt's denn? Vater schickt mich. Da ist ein Fischer aus Marsholm, der will wissen, wie weit die Sache mit dem Hochseekutter ist. Ach so, ja. Aus Marsholm, wie? Ja. Ja. Und weil das mit dem Hochseekutter doch von dir ausgeht, will er mit dir sprechen. Mhm. Und du sollst bei ihm rüberkommen. Ja, eben. Dann sagen Sie Ihrem Vatermann, die Sache läuft ja nicht weg. Und heute Abend kann Hinnerk nicht. Eigentlich wollte ich ja von dir eine Antwort haben. Sie wissen ja nur auch Bescheid. Na, Hinnerk, denn lass du dich mal sauer einkochen. Frauenzimmer! Also wippt und wackelt hier mit dem Stiert? Unverschämte Person! Also sag mal, also das mit dir, das geht mir nur wahrhaftig, über Pik und Top geht mir das. Ach, der Hochseekutter, ja. Ist auch so ein von deinen Graben. Ach, ist doch bloß ein Grund, die halbe Nacht mit der ganzen Kompanie rumzusaufen. Ach, für meine Gedanken und Ideen, für das, was ich vorhabe und was ich will, da hast du auch nicht ein Spierken Verständnis für. Deine Gedanken? Ja. Du, ich weiß, wo deine Gedanken auf aus sind. Ach, ich will und will das so, aber nicht mehr. Und ich will das schon lange nicht mehr so. So. Naja. Kann ich ja gehen. Du kriegst das wirklich fertig, heute Abend in die Kneipe zu laufen. Ich krieg das wirklich fertig. Ich denke, die ist dicht. Ach, da wird sich wohl noch ein Platz finden für mich zum Hinsetzen. Die Küche steht noch und die Schlafzimmer. Das sollst du dir überlegen, Herr. Das brauche ich nicht. Wenn du heute Abend nicht zu Hause bleibst, heute, an diesem Tag. Na? Was ist denn heute nur an diesem Tag? Du hast auch das noch vergessen. Vergessen? Oh, das hab ich denn wohl, nicht? Unser Hochzeitstag, Hinnerk. Ach, du kriegst das Schock nicht dicht. So,
Denn weiß ich ja, was ich für dich bin. Oh, Marie. Denn weiß ich ja, Bescheid. Marie, hör mal zu, das ist weg. Ich hab das... Das ist doch nicht gut. Ich hab das wirklich ver... Sag mal. Sag mal, was hat das denn nun zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass ich mit einem Mann, für den das Saufen mehr ist als seine Frau, und der sogar am Hochzeitstag noch einen Grund findet, in die Kneipe zu laufen, dass ich mit dem nicht mehr länger zusammen schlaf. Das hat es zu bedeuten. So. Aha. Du quartierst mich also aus? Ja. Und du schläfst hier so lange allein, bis du nicht mehr nach Schnaps riechst. Der, das hältst du doch gar nicht aus. Nee, Junge, ist das nur Spielkram und Tüch oder nicht? Nee, das ist mir ernst. Bitter ernst. So. Naja, tja, denn muss ich mich ja nach einem anderen Quartier umsehen. Bitte? Ja. Ja, dann gehe ich nach drüben in den Gasthof. Da wird sich ja wohl noch ein Bett für mich finden. Im Gasthof? Ja. Ja, wer soll mich sonst wohl aufnehmen, nicht? Nö, das will ich nicht. Ich auch nicht. Aber... Hängt euch, wo ihr hingehört. Marie, och der, komm. Du drück doch mal ein bis anderthalb Augen zu, ja? Du, ich komm doch gleich wieder. Bloß mal eben mit dem Mars Holmer was reden, ne? Und dann hält Steffen Korthals dich wieder tut fest. Tut er nicht. Bist nee, hin, da wird nichts aus. Denn lass sie herkommen. Alle zusammen. Hey, Marie, was ist nun denn los? Denn lass sie herkommen, sag ich. Ich lade sie alle ein. Junge, das klingt ja ganz gefährlich. Denn lass die Sache mit deinem Hochseekutter hier ablaufen. Marie, ich kenn dich gar nicht wieder. Bring sie her. Ja. Ich gehe ja schon, nicht? Und Heister soll seinen Schnapsladen mitbringen. Den ganzen Kram. So wie vorgestern. Ja, Marie. Ja. Ja, alles, was du willst, nicht? Ja, mein Hinnack. Denn hilft das nicht. Denn rück ich dir mit dem Sympathiemittel zu Leibe. Und, aber wer ist das denn? Aber den kenne ich doch. Den haben sie von Mars Holm rübergeschickt. Guck mal an. So, also Leute, dann kommen wir mal rein. Komm, und du trägst Jack und dich. Ja, gut, die Buchse nehmen wir rein. Ja, du hörst, hast du auch nicht mehr drauf. Ja, so, und du renn mit you in allerbeste Stufe hier, ne? Ja, danke. So. Tja, naja, dann setzt euch hin, ne? Danke. Tja, Leute. Von wegen euren Aalreusen, da könnt ihr euch alleine in die Klösen buffen. Die interessieren mich nicht. Nee, die gehen dich ja auch gar nichts an. Du, da lässt er keinen ran. Nicht mal mich. Komm. Du hast deine Chance gehabt, ne? Ich bin wegen dem Hochseekutter gekommen. Ja, ich weiß. Ja. Und da muss ich mit dir überreden, Henne. Ja, mit den anderen aber auch. Ja, du bist aber die Hauptperson dabei. So, ja. Ja, Dreves wollte schon aufgeben für heute. Das sah ja auch so aus, als wenn du heute Abend keine Zeit haben würdest. Ja, ich wollte mich schon wieder auf den Weg machen. Aber sag mal, hat Marie Westphal, hat deine Frau dich so festgezurrt? Ja, das kann man nur sagen, ne? Erschmachtet in der Liebe banden, daran geht jeder Mann zu Schanden. Demnitz, das ist hier vielleicht ein Umstand mit der Wirtschaft ohne eigene Gaststube. Wie so ein Perpendikel, zause ich hin über die Straße, zurück über die Straße, hin über die Straße. Ja, und immer den halben Tresen und den Arm, ne? Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend, Frau Ohle. Besten Dank auch für die freundliche Einladung. Und da nicht für, Herr Korthals.
Ja, der Dorfkrug dankt der Frau Marie für das Gewehr der Notlogie. Guten Abend. Nomt, man hilft doch gern, wenn Not an Mann ist. Marie, darf ich dir denn mal eben... Nicht Martin? Nötig, wir kennen uns. Mensch, Martin Dreves, lebst du auch noch? Eine Ewigkeit haben wir uns nicht gesehen. Ja, sag na, Marie. Du und wohnen doch gar nicht so weit voneinander ab. Ja, nun, und ist für uns wie von Rio nach Hawaii, nicht? Ja. Hast dich eigentlich gar nicht verändert, du. Oh, danke. Oha. Und ob Frau Rode sich verändert hat, seit vorgestern. Ja, mir kommen die blanken Tränen, wenn ich das sehe. Wahnsinnig, Herr Heister. Wir wollen lieber zusehen, dass Sie Ihren Schnapsladen hier installiert kriegen. Ja, das machen wir. Sie haben wohl schon Erfahrung da drin. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Na ja. Ja, dann setzt euch mal wieder hin, ne? Ja. Tja, Herr, das ist gut, dass wir nun doch noch reden können. Wie? Ja. Ach so, ja, ja. Wegen dem Hochseekutter meinst du, ne? Ja. Ja, ja. Also, ja, also den Schreibkram um den Hochseekutter hat Gottfried Meestermann gemacht. Oh, kommt Meestermann auch? Und die anderen? Ja, Herr Wiebke sagt Ihnen Bescheid. Aha. Hinnerk, die ganze Sache war doch deine Idee. Und ob das Hinnerks Idee ist? Ach, wenn der Grogmann schmecken soll, Frau Marie, dann brauchen wir da so ein bisschen heißes Wasser zu. Auch würden Sie wohl so freundlich sein. Ja, würd ich. Mach ich sogar. Na ja, so ganz glaube ich das noch nicht, was ich jetzt zu sehen kriege. Ja, was denn? Ja, also, ich auch nicht, Ludwig. So richtig komme ich da noch nicht mit klar, du. Ja, aber wir sollten das so lassen, wie das ist. Ist doch gut so, oder? Ja, wenn's so bleibt. Du verstehst nicht, was wir hier reden, was? Brauchst du auch nicht. Es geht um deine Frau, ne? Ja, 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 geht das. Marie Westphal kenne ich länger als ihr alle miteinander. Ich bin auch mit ihr zur Schule gegangen. So, so. Ja. Länger wie ich sogar. Ja. Na ja, das ist ja schon was. Ach, du, deshalb haben deine Leute dich hergeschickt, weil du hier alte Beziehungen hast, weißt du? So, Herr Heister, nun kann das losgehen. Grog für alle. Die erste Runde gebe ich aus. Was? Für uns alle, haben Sie gesagt? Ja, für uns alle. Ja, das heißt, dass Sie auch. Mein lieber Wirt und hochverehrter Dichtersmann, ich bin nun Grog. Was? Mensch, Marie, du, das geht aber nicht, du. Wenn ich hier schon am Verhandlungstisch mitsitze, dann will ich auch einen ordentlichen Verhandlungsgrog mittrinken. Nun wäre das gemütlich. Marie, das geht nicht. Das sollst du nicht. Das ist Gift für dich. Das bist du nämlich nicht gewohnt. Mach Hinrich auch dagegen sein. Der Grog, er schmecke ihnen fein. Ich habe versprochen, Freud und Leid mit dir zu teilen. Denn lass mich nur doch endlich ran an das, was deine Freude ist. Prost! Prost! Prost. Cool. Oh. Ach, der schmeckt gut! Ja, ihr Lieben, wisst ihr, dass ich mit diesem Schluck, tja, mit diesem Schluck habe ich meine alkoholische Jungfernschaft verloren? Oh. Das schmeckt nach mehr. Was steht ihr da? Wie vergessene Regenschirme im Fundbüro. Ran hier am Tisch und Grog für alle, heißt er. Geht klar? Also ich glaube, wir müssen uns erst akklimatisieren. Na, miteinander. Ja, und gratulieren müssen wir wohl auch noch. Zu ihrem großen Verlust. Noch ein Wort und du bist wieder draußen, ne? Ja, was hast du denn? Ja, Karl hat sich die verlorene Jungfernschaft doch nicht ausgedacht. Nee, gibt nichts, was nicht irgendwann zum ersten Mal passiert. Ist das hier nun eine Hochzeitsfeier oder eine Versammlung? Beides, Herr Meestermann. Meine Hochzeit mit dem Alkohol und die Versammlung um den Hochseekutter. Der Hinnerks Idee ist eine große Idee. Dass Sie das auch schon gemerkt haben. Ach,
Grog für alle, hatte ich gesagt, Fronheister. Für Sie auch? Für mich nicht, danke. Ach, unüberwindliche Abneigung. Die verliert sich mit der Zeit. Und das geht manchmal schnell, ne? Ja. Prost. Prost. Prost, Marie. Prost, Marie. Eine große Idee ist das. Weiter. Nee, das mit dem Hochseekutter meine ich. Ach so. Und weil meinem Hinnerk das Große nun mal mehr liegt, wie der Kleinkrom, wie diese pütscherige Rechnerei. Darum hat er mich heute Abend als sein Buchhalter angestellt. Guck mal an. Ja, das sag ich auch. Ja, im Rechnen hast du uns schon in der Schule alle zusammen was vorgemerkt. Ja. Mmh. Es schmeckt zu gut. Noch einen, Krüger. So. Zähnein, was? Schub ich mir Wasser rein. Herr Korthals, Sie haben recht. Das Geschäftliche lässt sich beim guten Grog am besten abmachen. Ja, ne? So, und nun mal los mit der Verhandlung. Hinnerk, du bist ja wohl der Boss hier. Fang an. Ja, Hinnerk! Fang an, Hinnerk! Ja, erzähl mal, was los ist. Ja, ja. Also bei der Zustimmung, die das Projekt findet, da sieht das schon nur wohl so aus, als könnten wir das nötige Kapital zusammenkriegen. Auch Steffen Korthals will einen Anteil zeichnen, ne? Ja, das will er. Und einen großen Anteil. Denn die Sache ist gut. Ja, 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 aber die Mehrheit können wir dir leider nicht überlassen. Danach habe ich auch gar nicht gefragt. Nee, aber ich habe das gesagt. Ich weiß Bescheid, Hinnerk. Und ich kenne dich. Ja, Steffen, auch wenn wir das wollten, wir könnten das einfach nicht. Gerade als bei der Aarreusen-Kompanie, wir können das nicht mal. Eure Aarreusen interessieren mich nicht. Ich bin wegen dem Hochseekutter hier. Siehst du, die Zustimmung ist zu groß. Nun kommen auch noch die Fische aus Maasholm und wollen mitmachen. So ist das. Ja, ja, also ich denke ja, das Beste ist erstmal, wenn Gottfried Meestermann uns über den Stand der Dinge unterrichtet, nicht? Ja. Also, wir haben hier die Offerten von verschiedenen Werften. Und in Eckernförde können wir einen fix und fertigen Kutter kaufen, der vor 2 Jahren von Stapel gelaufen ist. Wir stehen nun vor der Frage, ob wir einen neuen Kutter in Auftrag geben wollen oder ob wir den alten Eckernförder, der so gut wie neu ist, übernehmen. Das muss natürlich genauestens durchgerechnet werden. Ja, von mir. Wieso denn von dir? Ja, natürlich kann ich das auch. Ja, ja, und wie geht das denn nun weiter? Was? Mit der Beteiligung, meine ich. Mit uns. Ja, zuerst muss man die Vorversammlung, das sind unsere Leute, also die Fischer aus unserem Dorf, klarstellen, wie viel Beteiligung wir von draußen reinnehmen wollen und wer sich beteiligen kann, nicht? Ja, das ist in meinem Fall ja klar. Ja, ja. Klar? Was kann da klar sein? Ach, komm, Kordel. Das ist doch nun mal klar. Nichts ist klar, gar nichts ist klar. Klar ist mein bloß ein Teil, dass du bei der Sache mit den Aalreusen, dass sie die verquer gegangen ist, dass du dabei aus dem Pantin gekippt bist. Das ist klar. Aber du hast ja gar keine Ahnung von Gemeinnutz. Bei dir geht der gemeine Eigennutz vor. Und wenn du dich nicht änderst, dann beteiligen wir dich auch nicht an unseren Hochseekutter. Oh, bin ich wütend. Wie weit sind wir gekommen? Wir waren bei der Vorversammlung. Ja, und denn? Ja, und denn kommt die Hauptversammlung. Mit allen Beteiligten. Mit allen Beteiligten. Und bei der Hauptversammlung wird dann die Kapitalgesellschaft auf die Beine gestellt. So, das ist alles. Mit uns? Ja, ja. Wenn wir euch aufnehmen. Ja. Vorversammlung, Hauptversammlung, noch mehr Versammlung? So viel, wie Sie haben wollen. Mit viel Grog, was? Ja. Prost, Hinnerk. Hast deine Sache gut gemacht. Dann können wir für heute also nach Hause gehen. Ja, ja, ihr könnt nach Hause gehen. Tschüss. Nee, ihr bleibt noch. Oh, aber gerne. Morgen ist Sonntag, dann können wir alle ausschlafen. Ja, nun wird das doch erst richtig gemütlich. Ja, ja, und so warm und nützlich südlich. Marie, ich hab gesagt, Sie können nach Hause gehen. Und ich hab gesagt, Sie sollen bleiben. Marie, also Himmel, Reff und Regen, ich werde nicht schlau aus dir. Geht mir bloß um die Gemütlichkeit. Die mündliche und südliche. Ja. Ach, Wiebke, kommen Sie doch mal her. Was ist los mit Ihnen? Ich glaube, ich bin vorhin nicht gerade freundlich zu Ihnen gewesen. Nee. Das soll anders werden. Leben und leben lassen. So, und nun stellen Sie den Apparat mal an. Da liegt ein schöner Walzer auf. Oh, hätte ich mir ja besser hier zu. Raus, Leute! Raus, Leute! Raus, Leute! Ich am liebsten. Ja. Hinner, komm, lass uns tanzen. Nee, wir sind ja tanzen. Oh, Frau Marie, darf ich das werden? Und Jordi, gern. Ja.
Mit Fug und Recht behaupten, dass wir drüben in Ludwig Heister seinem alten Dorfkuh nie so viel Vergnügen gehabt haben wie heute hier. Eine Frau hat das fertiggebracht. Ja, ja, und das muss ich euch sagen. Wenn auch all das Unglück in der Welt von den Weibern herkommt und wenn damals die Eva den alten Adam nicht den Apfel zu fressen gegeben hätte, ja, dann hätte Henna keinen Apfelsaft zu trinken brauchen. Eine Frau, Frau Marie Rode, hat neues Leben in unsere Runde gebracht, in unsere Verhandlungen und Versammlungen. Dafür danken wir ihr und wir danken ihr für die Gastfreundschaft. Dies hier ist die gemütlichste Gaststube, die ich kenne. Frau Marie Rode soll leben. Ho! 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 Zu viel Ehre für mich. Ich danke euch allen vielmals. Und nun gebe ich noch einen aus. Bravo! Du scheinst ja gut bei Kasse zu sein. Ich bin vergnügt und das lasse ich mich was kosten. Ach so. Herr Korthals, Sie haben so eine schöne Rede gehalten. Und wir beide wollen. Zu viel Ehre für mich. Bloß mit dem Lippenfinger. Nochmal, wenn ich bitten darf. Schluss nun, Marie. Was nu, wo es gerade lustig wird? Ja, nu. Ach, da geht doch zu Bett. Hinnack, du stehst vor dem Abseits. Hinnack, du siehst aus wie ein ausgelatschter Panzer. Euch einen haben sie mal vertauscht, war? Ich bin wieder zufrieden. Guck doch mal, Hinnerich, wie die beiden das können. Junge, 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 da geht aber ran. Thank you.
armes Zeug. War verrückt von mir. Nichts für ungut. Well done, gentlemen as ever. So, und nun setzen wir uns wieder, ne? Ja, jeder auf seinen Platz, wo er hingehört. Ach, Luden Susen. Ja, Luden zu Bett gehen und rusen, ne? Frau Marie, Sie bleiben doch hier, ne? Ja. Dürfen wir dich auch noch ein bisschen? Ja, natürlich. Los, bleibt mal hier. Na gut, wir laufen. Nee, wir gehen jetzt alle zusammen. Ja, geht man, dass ich hier aufräumen kann. Was hier aufzuräumen ist, das will ich wohl tun. Meine Arbeit mache ich selber. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt, Leute. Ja, na, nach Hause, das ist in meinem Fall nicht so ganz einfach. Wird sich schon ein Bett für Sie finden. Bei Ihnen, Frau Linke. Bei uns drüben im Krug, ja. Donnerwetter, als ich vorgestern fragte, da warst du nicht zuständig, Wiebke, für die Betten. Oh, das kommt auf den Last an, Steffen. Ja, kannst dir die Gäste aber doch nicht immer aussuchen, Bären. Ich ja. Siehst doch, dass ich das kann. Junge, Junge, hast du was deine Brett, du. Los, Leute, wir gehen nun. Schluss nun mit Feiern und Verhandeln und lasset uns von hinnen wandeln. Ja. Guten Nacht, Martin. Martin Schlupke. Guten Nacht, Dom. Frau Marie. Vielen Dank. Jetzt hast du noch mal wieder zu sagen. Guten Tag. Herr Korthals. Denn schlafen Sie mal gut, Frau Rode. Sie auch. Jeder auf den Platz, wo er hingehört. Guten Nacht. Guten Nacht, Herr Mistermann. Kommen Sie gut nach Haus. Danke. Eine Frau zusammen, die nach Grog riecht. So ein Weib aber auch. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, was du langt mir das auch. Geh doch schon nicht weiter. Zieh! So, was, Mensch. So, das soll ich auch noch hergekriegt. Oh, guten Morgen. Moin. Na, hast du gut geschlafen? Sehr gut. Ja, du, ich auch. Oh. Ach nee, du auch? Ja, warum soll ich nicht? Och, du, das bisschen trinken, das tut mir nix. Du, stehst du auf oder willst du noch weiter schlafen? Nee, ich zieh mich an und dann lege ich mich wieder hin. Also eine dusselige Frage ist das, nicht? Willst du frisches Wasser haben zum Waschen? Nee, ich gehe unter die Pumpe. Oh, das ist kalt draußen. Das ist mir gerade recht. Vergiss dein Handtuch nicht. Ich stehe zu Hause unter der Brause. Bitte, mein Hinnerk, auch tue ich doch gern für dich. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Irre
den Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik. Kick, kick. Ach ja, schönes Wetter draußen, ne? Ja. Sonntagswetter. Ja. Ganz schön kalt. Aber schön doch. So. Hinnack, heute ist doch in Arnis das große Fischerfest. Wollen wir da nicht hin? Nee. Warum nicht? Du kannst meinetwegen, kannst du hinfahren. Ohne dich? Ja. So, nun komm, Hinnack. Hm? Ja, wird mir doch wohl eben das Hemd anziehen dürfen, nicht? Ja, aber gern. Ich mach dich ja so gern in Hemdleiden. Oh. Das schmeckt dir heute wohl nicht. Wieso, warum soll mir das nur nicht schmecken? Du kaust mit so langen Zähnen. Brauchst du was zum Runterspülen? Du, warte, ich trinke einen mit. Sowas vom Bauch zu knallen. Oh, das hätte ja eine Gehirnerschütterung geben können. Ja, machen Sie mal Ihre Witze, Frau Marie. Das tut mir leid, Steffen, das war nicht so gemein, ne? Werft mit vollen Schnapsbuddeln. Und trifft damit ins Zentrum. Zentrum? Ja, Ihr Bauch ist doch der Mittelpunkt vom ganzen fidelen Leben hier. Oh, auf die Art habe ich mich noch nicht mit dem Buddel gefasst. Wollen Sie nicht reinkommen? Nee, lass mal. Wer weiß, was da drin noch alles rumfliegt, ne? Aber ganz was anderes, Kenner. Ich wollte euch einladen zu einer Autofahrt. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Fischerfest in Arnis. Ja. Und Sie wollte ich ganz besonders einladen, Frau Marie. Noch nie habe ich mit einer Frau so getanzt wie mit Ihnen. Oh, und noch nie haben Sie so übertrieben wie du. Ja, und dann sind Sie ja eine große Zauberin, sind Sie ja. Oh, bitte, was bin ich? Eine große Zauberin, was die alte Hexe mir angetan hat da oben. Durch ihr Streicheln, bloß mit dem kleinen Finger, ist alles wieder weg. Alles wieder glatt und schier. Ja. Und die hübsche, junge, schöne Fee sind Sie ja. Mhm. Ja, und die Hexe kannst du mit dem Däubel auf dem Blocksberg, ne? Ja. So, und nun mache ich den Wagen fertig, nicht? Ja, das tun Sie, Mann. Ach, und wenn Hinnack seine Tiefsinnigkeit noch nicht losgeworden ist und wenn er in seiner Trampöttigkeit gern hier bleiben will, dann kommen Sie allein mit, nicht, Frau Marie? Ja, das mache ich. Ja, ich hub denn, wenn's soweit ist, nicht? Ja, schöner Korthals. Oh, ich tanze mit dir. Lass dich nicht stören in deinem Vergnügen, nicht? Nee, du, das tue ich auch nicht. Morgen, liebe Leute. Hey, noch ein Kavalier, der sich nach dem Befinden seiner Dame erkundigen will. Ja, das will er. Will er auch heute noch wieder mit ihr tanzen. Ja, na ihr beiden, wie denkt ihr denn über das Fischerfest? Ich hab das Motorboot für mich. Ja, meine Frau will wieder nicht mit. Die hat wieder ihr Rheuma, ne? Na, Hinnack, du scheinst ja auch keine große Lust zu haben, wie? Nee. Na, wie wär's, Frau Marie, wenn wir beiden mal so ein bisschen fidele Strohwitwer spielen würden? Das ist eine großartige Idee. Ja? Jo. Sobald ich das Boot klar hab, gebe ich ein Zeichen mit der Sirene. Ist recht, Jovenils. Gut. Jo. Tschüss, ab. Tschüss, Jovenils. So, der nimmt sich so einfach das Motorboot, ne? Mhm. Da hab ich ja auch noch ein Wort mitzureden. Hey, Jakob, komm sofort. Aber was bist du denn? Willst du mich zum Boxen abholen, hä? Mensch, Hinnack, die Sache ist doch aus der Welt. So. Ich wollte eigentlich mit Marie schnacken. So, du wolltest eigentlich mit Marie schnacken? Ja. Da sitzt sie. Morgen, Marie. Morgen, Martin. Du, Marie, auf dem Fischerfest, da ist Turniertanzen. Das gibt sogar Preise. Wollen wir uns da einen von holen? Da wären wir beiden eigentlich die Richtigen zu, du. Ja. Du, ich hab mein Motorrad hier. Ja. Hinnack macht sich ja nicht so viel aus der Tanzerei. Vielleicht kommt er hinterher, ne? Ach ja, natürlich, wenn's erlaubt ist, gerne. Soll ich dich denn gleich mitnehmen, Marie? Oh, muss ich denn hinten aufsitzen? Gern, ich hab doch einen Beiwagen. Oh, in die Liebesschaukel komm ich rein? Jawohl. Ich hol das Rad dann eben vom Krug rüber. Ja. Ich hub dreimal und warte auf dich. Erst recht. Tschüss. Tschüss, mein Martin. Rum, 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 rum.
So, das langt ja wohl, nicht? Schluss nur. Morgen. Morgen. So. Und nun kommst du. Willst du auch mit Marie zum Fischerfest? Sicher willst du das. Und du, nicht wahr? Du holst sie mit deinem Flugzeug ab. Mit Flugzeug? Du hast ein Flugzeug. Du hast ein Privatflugzeug. Warum sollst du wohl kein Flugzeug haben? Du callst Rücker aus Hinrichshagen. Junge, ist die ganze Welt denn verdreht? Steht denn alles auf dem Kopf? Das finde ich aber gar nicht nett von dir, Hinnerk, dass du mich armen Teufel so zum Besten hast. Ich und nach dem Fischerfest. Und dann noch mit dem Flugzeug. Ich gar nicht weiß, wie ich alle meine Kinder satt kriegen soll. Und, Hinnerk, ich wollte mal bei dir anfragen, weil der Kaufmann heute doch zu hat, wollte ich mal bei dir anfragen, ob du nicht ein gutes Wort bei deiner Frau einlegen kannst und könnt ihr uns nicht bis morgen 3 Pfund Mehl leihen. Ich weiß ja, du hast ein gutes Herz. So, und ich hab denn wohl kein gutes Herz. Ja, aber sicher haben Sie ein gutes Herz. Oh, und was für ein gutes Herz, Frau Maria. Und ich weiß, Sie sind die Seele vom Haus. Und was für eine Seele. Ja. Wenn der Podex auch 2 Hälften hat, Herr Strüber, man sollte sich mit ihm doch nicht zwischen 2 Stühle setzen. Meine liebe Frau Marie, Sie haben mich ja falsch verstanden. Ich wollte ja sagen... Das Mehl will ich Ihnen geben. Ja. Und Sie, Karl Strüber, warten Sie mal. Hier, Sie sollen auch zum Fischerfest. Und nun amüsieren Sie sich. Meine liebe Frau Marie, in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht... Ja, nur mal los, also dass Sie reden halten können, das wissen wir. In meinem ganzen Leben habe ich wirklich noch nicht. Oh. So. Dem Geld zu geben. Dem Schnorrer, dem Hungerleider. Eben darum. Marie, sag mal, bist du denn ganz und gar verdreht? Nee, mein Henner, ich tu bloß das, was du auch getan hättest. Ja. Ja. Hör mal, du. Na? Bist du ja immer noch hier? Ja, ich kann ja nun mal nicht so, wie ich wohl gerne möchte. Ich hab dir nun mal versprochen, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Nun sind sie weg. Alle weg. Und wir sind allein. Maria, ich verstehe das einfach nicht. Du trinkst. Trinkst zum ersten Mal. Trinkst ein Glas nach dem anderen von dem Gift, das du nicht gewohnt bist. Du musst heute platt auf der Nase liegen. Aber nein. Du hältst die Nase so steif und stur im Wind wie noch nie. Ist doch gut, dass wir beide so viel vertragen. Du, das brauchen wir, wenn wir beide auf Tour gehen. Was denn? Wir beide? Ja, wir beide und immer wir beide. Saufen steckt an. Und dichten kann ich auch. Saufen und dichten steckt an. Dies ist die wahre Sympathie. Erst trank bloß er, jetzt trinkt auch sie. Dir hat die alte Hexe was angetan, gestern Abend. Ja, hat sie, Hinnerk, hat sie. Das Beste, was sie mir tun konnte, das hat mit der coolen Dick mir gestern getan. Und so redet ein Mensch mit Verstand. So redet einer, der nicht traurig beiseite stehen macht, wenn du uns ruinierst. Verstehst du mich, mein Hinnerich? Denn soll die Sache schon lieber flink und fröhlich vor sich gehen und mit vereinten Kräften. Rums! So, rums. Ja. Na, an unsere Kinder denkst du gar nicht, ne? Doch, Hinnerich, ich denk an sie. Genauso wie du.
Und das bleibt nun dabei. Entweder riechen wir beide nach Grog oder keiner von uns. Grog und Grog und Grog und immer wieder Grog. Wo soll es denn hin mit uns beiden? Steuern tust du. Und den Kurs gibst du an. Aber ich sitz in deinem Boot mit drin. Hinnerk und Marie. Marie und Hinnerk. So, und nun fahren wir beide zum Fischerfest. Hm?